Unser Tier des Monats ist jetzt im März, April, die Leonie. Und die Leonie, das liegt uns tatsächlich sehr, sehr am Herzen, dass ihr, unsere Fangemeinde bei Facebook, die Leonie ganz, ganz fleißig teilt. Ja. Und die Geschichte ist im Grunde ja traurig. Nicht die Vorgeschichte, aber das, was jetzt ist, denn wir suchen Hospizplatz für die Leonie. So müssen wir es sagen. Die Leonie ist wirklich schon ein Hospizfall und wir wünschen uns ganz dringend, dass sie ja doch noch mal ein neues, schönes Zuhause findet und dass sie nicht bei uns im Tierheim ihren Lebensabend verbringen muss. Die ist noch gar nicht alt. 10 Jahre ist ja kein Alter für eine Katze. Ja. Die vorige Halterin, da gab es gesundheitliche Probleme. Die lebten irgendwie zu zweit, ne, die Katzen. Genau, Leonie hat mit einer anderen Katze zusammengelebt und musste halt aus den gesundheitlichen Gründen der Halterin abgegeben werden, die beiden Katzen. Bei Leonie ist es halt so, dass sie blind ist. Deswegen hat sie halt auch so einen unsicheren Gang. Dann, hier läuft sie manchmal auch wirklich im Kreis deswegen, weil sie halt uns dann sucht und uns natürlich nicht findet. Wir können ja auch nicht 24 Stunden hier sein. Gibt es eine Begründung für die Blindheit? Nee, das weiß man nicht. Also das Hauptproblem ist ja der Leberschaden, ne? Genau. Und auch zum anderen Teil hat sie halt, also das andere Problem ist halt der Leberschaden. Sie bekommt also ein Diätfutter, das mag sie mal mehr, mal weniger. Die Leckerlis findet sie jetzt ganz lecker. Die findet sie ganz toll, ein spezielles Leckerlis. Und ja, und sie hat natürlich altersbedingt schon leichte Spondylosen. Da muss man gucken, ob sie sogar eventuell ein Schmerzmittel mal kriegen muss. Das ist dann immer so eine Abwägungsgeschichte. Ne? Es geht ja dann auch wieder über die Leber, also deswegen muss man da halt abwägen. Und deswegen ist das schon ein großes Sorgenkind. Was heißt, ich möchte mal ein bisschen aufklären. Ich interessiere mich für Leonie und höre jetzt, sie hat einen Leberschaden. Ja. Kann man das ein bisschen spezieller? Was heißt das für den eventuellen Interessenten? Also sie hat auf jeden Fall eine sogenannte Fettleber. Darf halt deswegen auch nicht alles essen. Sie soll halt dieses Diätfutter bekommen, aber wir wissen einfach auch nicht, wie hoch ihre Lebenserwartung entsprechend ist. Der Halter muss was beachten, außer dem Futter? Dass er seine Wohnung nicht ständig umräumt, auf jeden Fall. Weil sie blind ist? Weil sie blind ist. Ja. Und dann muss man ganz viel mit ihr kuscheln, weil das ist nämlich wirklich das Größte für sie. Ehrlich? Ja. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Sie ist natürlich eine Wohnungskatze, ganz klar, logischerweise. Ja, genau. Sie ist wirklich lieb und süß. Sie kuschelt total gern. Sie schnurrt hier auch ganz laut. Das stimmt. Und sie sucht jetzt wirklich ein ruhiges Zuhause, wo sie nochmal einen schönen Lebensabend haben kann und wo sie ein bisschen verwöhnt wird von... Mit Leckerlis, mit speziellen Leckerlis. Genau. Mit ganz viel Schmuseeinheiten. Genau. Und ganz viel Liebe und Herzenswärme. Ja. Das wünscht sie sich. Die Leonie, am 28.04.2006 geboren, seit Februar bei uns im Tierheim. Und weil wir eben davon ausgehen, dass die Lebenserwartung nur noch relativ kurz ist, hoffen wir auf eure Hilfe. Ja. Sofern ihr jemanden kennt, der sagt, ich nehme eine Hospizkatze und gehe das Risiko ein, dass es vielleicht nur eine kurze Zeit ist, unterstützt uns bitte, teilt diesen Beitrag. Es gibt immer wieder, gerade beim Tier des Monats, ist nicht ohne Grund Tier des Monats, weil wir da auch wirklich auf unsere Fans bei Facebook angewiesen sind. Und ich denke, bei der Menge an Fans, die wir haben, wird jeder irgendjemand kennen, der sagt, Mensch, ich kenne da jemanden, teilt bitte. Leonie, weitere Informationen für eventuelle Interessenten gibt es unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Ja. Möchtest du noch was sagen? Ja, wir zählen auf euch. Also teilen, teilen, teilen. Danke.